Wenn dein Hund zu fett ist, dann gehst du mit ihm entweder Gassi oder du gibst ihm weniger zu fressen. Aber wenn du zu fett bist, dann kaufst du dir einen Fettburner, machst eine Stoffwechselkur, irgendeine komische, krasse, neumodische Diät oder nimmst irgendwelche Diabetes-Spritzen. Und dann wundern, wenn es nicht funktioniert. Mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Weißt du, was dein Stoffwechsel ankurbelt? Trainieren. Rausgehen, bewegen. Und alle Fitness-Influencer wollen mich verarschen und mich abzocken und mein Geld. Wir können ja mal damit anfangen, dass du dich selbst nicht verarschst, weil eigentlich weißt du, was du machen musst. Aber du suchst jetzt die schnelle Lösung, die Wunderpille oder das Problem von extern, wo du gar nichts dafür kannst. Scheinbar haben irgendwie alle Stoffwechselstörungen. Vielleicht sollte ich Medikamente verkaufen. Ich meine, am Ende vom Tag ist es dein Ding. Ist dein Leben, ist mir egal. Ich lebe meins. Und der erste Schritt, kein fetter Hund mehr zu sein, ist erstmal die Ausreden komplett sein zu lassen. Und ehrlich zu sich zu sein. Starten wir doch direkt mit 10 Liegestützen.